Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Rating Prediction, der Winter Upgrades. Ja, wir sind wieder am Start. FIFA 15 ist momentan kein Spiel, was ich spiele, aber natürlich beschäftige ich mich trotzdem mit Real-Life-Fußball und natürlich mit euren Kommentaren. Und ihr habt wieder einige Spiele reingeschrieben, die ich heute hier mit reingebracht habe. Wenn euch die Episode gefällt, lasst doch bitte den Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung und die Serie kommt so gut bei euch an, dass ich das auch weiterhin natürlich gerne so sehen würde. Ja, ich muss zum Anfang mal gleich eine Kleinigkeit loswerden und zwar, ihr wisst Bescheid, King in seiner Videobeschreibung, aber ich meinte eigentlich sowas hier. Solche Kommentare sind mal wieder absolut lächerlich. Ich denke mal, ich habe schon letztes Mal angedeutet in der letzten Episode mit den Kommentaren, die da gepostet werden, aber dieser hier, naja, der ist nochmal ein ganz neues Level von Lächerlichkeit. Und zwar heißt er, haha, Max, haha, du prediktest Selke, damit du die Werder-Fans wieder auf deiner Seite hast, haha, und dann auch nicht mal einen, wie zum Beispiel Tevez predikten, du bist so lächerlich, Hauptsache Likes. Von irgendeinem Typen, den ich nicht mal aussprechen kann. Und die Rechtschreibung, darüber wollen wir jetzt nicht reden. So, also, ich predikte also Selke, damit die Werder-Fans auf meiner Seite habe. Ich habe bereits in dem Video selber gesagt, dass ich kein Bremen-Fan bin. Das heißt, wenn ich die Werder-Fans auf meiner Seite haben würde, würde ich sagen, Bremen ist cool. Das tue ich aber immer noch nicht. Ich bin immer noch kein Sympathisant von Bremen, sondern mag den Verein nicht. Es ist mein, ja, so ziemlich zweiter Hassverein in der Bundesliga nach Hamburg. Von daher, ja, dann habe ich halt die Bremer auf meiner Seite in deiner Meinung. Und dann Leute wie Tevez. Und das ist so eine ganz bestimmte Sache, denn allgemein lese ich sehr viele Kommentare hier. Upgrade doch mal beispielsweise Thomas Kraft oder was weiß ich, irgendwelche Spieler oder halt auch hier Tevez. Leute, nur weil ein Spieler ein bisschen besser spielt in Realität oder gut spielt in Realität, heißt es nicht, dass sein Rating nicht gerechtfertigt ist oder dass er direkt ein Upgrade bekommt, ja? Nur weil ein Spieler eventuell gut spielt, heißt es ja nicht, dass er besser spielt, als das Rating in FIFA ist. Beispielsweise ein Zlatko Junuzovic ist ein relativ gutes Beispiel. Natürlich spielt er momentan sehr, sehr auffällig bei Bremen. Es ist bei Bremen aber auch nicht sonderlich schwierig herauszustechen, das muss man dazu ganz klar sagen. Vielleicht kriegt Junuzovic ein Upgrade um 1-2 Punkte, nicht mal um 2 Punkte würde ich mal sagen, vielleicht um 1 Punkt. Aber man muss immer bedenken, dass er bei Bremen spielt, ja, und dass Bremen halt momentan am Ende der Tabelle spielt und irgendjemand muss da ja herausstechen, wenn er halbwegs gut ist. Wenn er ein Goldspieler ist, muss er da logischerweise rausstechen, weil normalerweise stehen Silberspieler oder Bronzespieler am Ende der Tabelle. Ich denke mal, das ist relativ klar. Soll jetzt kein Hate gegen Junuzovic sein, kein Hate gegen Bremen, aber ich denke mal, ich habe das relativ klar veranschaulicht. Das gleiche bei Tevez, der hat bereits ein 85er Rating, nur weil der seinen Leistung, bei seinem Rating entspricht und ab und zu mal einen Doppelpack macht, deswegen Inform bekommt, heißt es nicht, dass er geupgradet wird. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine und deswegen kommen wir jetzt zum ersten Spieler der Episode und das ist der gute, ja, ihr habt euch gewünscht, Antoine Griezmann. Genau, der spielt momentan bei, richtig, bei Atletico Madrid. Ich wollte gerade Real Sociedad sagen, aber davon ist er ja weggewechselt. Hat zwei Informs bekommen und beide als Stürmer. Überraschung, Überraschung. Das war für mich zumindest wirklich überraschend am Anfang. Allerdings ist das Ganze ziemlich gerechtfertigt, denn der Junge spielt eine echt richtig gute Saison bei Atletico Madrid. Hätte ich so nicht erwartet, aber er zeigt sich und das finde ich gut. Und die beiden Informs sehr gerechtfertigt. Wenn er ein Upgrade bekommen sollte, was ich mir vorstellen könnte, hat er letztes Jahr auch schon bekommen, dann könnte er sogar als Stürmerkarte rauskommen. Das wirklich der Fall sein wird, ich bezweifle, sie hat zwar einige Spiele als Mittelstürmer bzw. als hängende Spitze auch gemacht und als offensiver Mittelfeldspieler, aber ob sie wirklich einen so schnellen Spieler, einen so guten Flügelspieler aus dem BVA rausnehmen und den als Stürmer machen, der sogar noch overpowerter aussieht von den Werten her, da bin ich mir nicht so sicher. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schreibt mir natürlich auch wieder Spieler rein, die ich des Weiteren in den nächsten Episoden predikten soll, aber wie gesagt, bitte nur, wenn ihr wirklich glaubt, das Rating ist nicht angemessen, nicht nur, weil sie gut spielen, sollen sie ein Upgrade bekommen, das ist teilweise nicht so, auch bei Zieler, ja, Zieler hätte vielleicht ein Upgrade verdient, vor allem im Vergleich zu anderen Torhütern. Ich mache ihn aber trotzdem nicht, weil ich nicht glaube, dass er ihn upgraden wird. Ja, das ist, nee, das ist Schwachsinn, weil, keine Ahnung, er hat auch in der Dirt, glaube ich, kein Upgrade. Beziehungsweise, weiß ich gar nicht, aber egal. Kommen wir zum nächsten Spieler, wieder ein Franzose. Und zwar ist es diesmal wieder jemand, der mit A anfängt, und zwar Alexandre Lacazette. Den habt ihr euch vollkommen zurecht gewünscht, rastet momentan richtig aus bei, ja, Olympique Lyon. Übrigens, wundert euch nicht, die 79 ist da verwischt, ich weiß nicht wieso. Ist aber nicht so schlimm, denn sein neues Rating wird meiner Meinung nach sowieso eine 82 oder 81 werden. Ich habe es mal ein bisschen optimistisch gemacht auf 82 hoch. Ich denke eher, es wird eine 81, aber auch so sieht die Karte schon unfassbar pervers aus. Spielt richtig gut, hat bereits zwei Informs, genauso wie der gute Griezmann und das vollkommen zu Recht, denn der ist einfach eine richtige Granate. Ich hoffe, dass der irgendwann nochmal aus einer anderen Liga, beziehungsweise aus dieser Liga rauswechselt, in eine andere Liga rein, in die Premier League beispielsweise, wo er dann nochmal ein bisschen mehr durchdrehen kann als in der Ligue 1, weil die meiner Meinung nach nicht so gut ist, wie beispielsweise die BVA, die Bundesliga oder die Barclays Premier League, die natürlich an der Spitze steht. Wünsche ich mir für ihn, wünsche ich mir für den Fußball, denn er ist wirklich ein richtig guter Stürmer. Hat das Upgrade verdient, wenn er eins bekommt und ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen, in Zukunft bei irgendeinem richtig großen
großen Verein wie vielleicht Manchester City, Arsenal, sind mal Franzosen interessiert, könnte ja durchaus passieren. Auch der nächste Spieler fängt wieder mit einem A an und ist diesmal ein Spieler, bei dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn predikten werde, beziehungsweise upgraden werde, aber es ist André Hahn. Jetzt kann man sagen, ja Max, jetzt willst du wieder die Hahn-Fanboys auf deine Seite ziehen, obwohl du ja so einen Stress mit Hahn hast. Ich habe angeblich ja Stress mit der ganzen Community, auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil ich habe weder Stress mit LP Massive, noch mit Hahn, noch mit viel FIFA, noch mit Pro-Owns, noch mit sonstigen Leuten, bei denen es immer das Gerücht gibt, Max hat mit denen Stress. Naja, egal. Hahn. So, warum kriegt Hahn meiner Meinung nach ein Upgrade? Er ist besser als eine 74. Schlicht und ergreifend. Er spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Er spielt bei einem Club in der Euroleague. Er macht da gute Leistungen. Er bringt in der Liga gute Leistungen. Und deswegen schlicht und ergreifend das Upgrade plus 2 auf 76. Wenn er noch besser spielt, kriegt er noch ein höheres Upgrade. Dann könnte er auch auf 77, 78 gehen. Höher meiner Meinung nach noch nicht. Oder eventuell auch niemals. Aber auf dem Rating könnte er auf jeden Fall bleiben. Zumindest meiner Meinung nach könnt ihr mir auch da eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil er wirklich bisher eine ziemlich starke Saison spielt. Was ich nicht gedacht hätte, ich dachte, er wird ein One-Year-Wonder sozusagen, nur bei Augsburg. Aber er hat mich Lügen gestraft. Gut, der nächste Spieler ist dann endlich mal ein Spieler, der nicht mit A anfängt, aber sein Nachname hört mit A. Oh, beginnt mit A. Und naja, sein dritter Buchstabe ist auch schon A. Und zwar Charlie Austin von den Queen's Park Rangers. Normalerweise erwartet man nicht, dass ein Queen's Park Ranger ein Upgrade bekommt. Allerdings hat er bereits 12 Saisontore. Das ist Platz 3 in der Premier League Torschützenliste nach Diego Costa und Sergio Aguero jeweils mit 14 Toren. Und dementsprechend nach einem ehemaligen Inform, beziehungsweise nach einem zusätzlichen Inform von Charlie Austin, wäre das auf jeden Fall verdient, wenn der Junge ein Upgrade bekommt. Die Karte sieht nicht so krass aus mit dem 77er Rating. Habe auch da wieder optimistisch gehandelt, hätte auch ein 76er Rating sein können. Ich habe es auf 77 gemacht, aus offensichtlichen Gründen, dass ich heute optimistisch bin und lieb. Und ja, die Karte an sich, wie gesagt, sieht nicht so krass aus, allerdings immer noch besser als die 74er Karte. Und das Upgrade hat er auf jeden Fall verdient. Von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das Ganze so passiert. Denn, ja, man muss schon sagen, wenn man bei einem Abstiegsaspiranten bzw. beim Abstiegskandidaten solche Leistungen bringt und 12 Tore in der Hinserie schießt, dann sollte man auf jeden Fall kein Silberspieler sein in der besten Liga der Welt. Gut, wir kommen zum letzten Spieler und der spielt, naja, nicht in der besten Liga der Welt, sondern eher in einer Liga, die ein bisschen tiefer ist, und zwar in der zweiten deutschen Bundesliga. Es ist Rubin Okotie. Ist von Austria Wien gekommen. Ich glaube, er hat irgendwann nochmal in Schweden gespielt oder so, bin mir aber nicht ganz sicher. Oder auf jeden Fall ist er mittlerweile bei 1860. Schießt da ordentlich Tore, hat auch schon Inform bekommen, der ein 71er Rating, glaube ich, hatte. Und ich denke mal auch, dass sein Upgrade, wenn er eins bekommen sollte, 71 werden wird. Die Frage ist, kriegt er ein Upgrade? Denn er spielt in der zweiten Bundesliga. Da ist das Niveau nicht ganz so hoch, auch wenn wir angeblich, ja, angeblich, bin der Meinung, dass es nicht so ist, aber die beste zweite Liga der Welt haben. Ich denke nicht, dass er ein 71er Rating unbedingt verdient hat. Es könnte aber sein, weil der Inform auch 71er Rating ist. Ich denke eher so 69er bis 70er Rating, ja, weil Harry Kane hat 73 und spielt in der besten Liga der Welt und noch in der ersten Liga und spielt da meiner Meinung nach sogar noch besser als Okotie. Auch wenn ich nicht so viel von Okotie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber einfach weil er in der zweiten Liga spielt und weil er halt nicht so große, also das ist halt einfach nicht so ein Niveau, ja, und deswegen denke ich, dass er nicht so hoch geratet wird, wenn er zu Bremen eventuell wechseln wollte oder in die erste Bundesliga, kann ich mir auch vorstellen, dass er nächstes Jahr, wenn er denn die Leistung in der ersten Liga bringt, auch auf dieses Rating kommt oder auf 73 oder so. Aber bisher, ja, 69 bis 71, irgendwie sowas um den Dreh herum. Er ist ein guter Stürmer, er hat auf jeden Fall mit 66 zu wenig. Aber so extrem viel mehr sollte es normalerweise für ihn nicht sein. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's von dieser dritten Episode der FIFA 15 Potential Winter Upgrade Prediction. Ein sehr, sehr langer Name, aber von mir aus ist das vollkommen egal, denn ich habe ja keine Probleme mit dem Sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.